Nicht nur das Original, sondern das Modell. Gehörwasser umschalten, man kann Maschinen anhalten und führen. Das Orbit von Caledonia ist im Gastgeschoren in Schottland. Im Mündungsgebiet muss klein fahren. Und das Gebiet dort in Schottland gilt auch, dass der Kenner als die Urkunde von der englischen Dampfschiff und die Hofbrüder. Das ist das Modell mit dem blauen Rumpf, der weißen Luftbauten, die im Rohbau zustand, die mal oben rum sind. Da muss das Schiff nicht fertig machen. Dann liegt es ganz einfach, was die Spannung überzeugt, wenn das Modell, das dann nach üblichen Gängkingen mal hier fertig ist, wird noch viel mehr Spaß daran haben, wird es nicht mehr können, wie das Wasser rausnehmen. So ist dafür bekannt, dass auch wirklich alle möglichen und unmöglichen Funktionen eben ein Schiff kann senken. Sie haben bereits schon eine Hydraulik an Bord. Sie können richtig einen Kran, der im Modell ansteht, mit einem echten Ladekran, mit Hydraulik, wo die Hydraulik nicht verschaffen wird, noch einmal. Ja, gegen den Vorbau, der dort aufhören, ist auch die Kunst in dem Richtung, aber die Umwelt ist dann kein Modell. Das Modell mit einem beachtlichen Anstand von 1 zu 15 ist eigentlich für ein Modell, das unüblich in dieser Grössenordnung zu bauen. Warum ist das Modell auch ein Der sogenannte Festmacherboot, wie der Asterix hier jetzt ist, wird benutzt, um eine Seilverbindung zu machen zwischen dem Ozeandampf und dem Kaiwagen. Der Schlepper kann das nicht übernehmen, weil er hängt ja am Schlepphaken dran, am grossen Ozeandampfer. Und wenn man dort die Stanz überbrücken will, vom Schiffsball auf dem Deck, irgendwie auf dem Stockwerk über einen, dann muss man unten ein kleines Bötchen haben, das Seil die schwere Trosse an Land bringt. Zu diesem Zweck wird der Asterix später auch noch eine Art Überrollkäfig bekommen. Das sind wie im Original Stahlseile, wie in der